Moin, am Dienstag um 9.55 Uhr. Mal wieder hier was für ein Klönschnack-Kanal. Ich bin ja sonst immer eher in der Wolf-Fraktion im Moment. Aber, ne? Man hat ja auch mal was anderes außer Wolle. Obwohl im Moment ist das sehr. Was ist? Sven fragte mich eben gerade, wer ist Beate Rosenfeld? Ist doch auch so. Das ist eine Frau aus Celle. Was kauft man bei Frau Rosenfeld? Wolle? Ja. Rohwolle zu färben. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Einholen. Fahren wir erst bei der Post vorbei. Ach ja. Wir können die auch bei Kristall abgeben mit dem Hermes. Jedenfalls auf meinem Stricknadelwaldkanal, da war ja eine da war ein Gewinnspiel ja am Laufen und Eule plus 4 hat den Gewinn hoch 3 gewonnen und das wollen wir jetzt wegbringen oder nach unserem Einkauf. Das Jahr, ich weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt habe. Ah nee, war ich ja noch nicht wieder Neujahr. Frohes neues Jahr übrigens. War ich hier schon auf dem Kanal. Das Jahr fängt so beschissen an, wie es aufgehört hat, haben Sven und ich festgestellt. Und wenn man denkt, das geht nicht mehr, dann kommt irgendwo noch ein Stein daher. Oder eine Schaufel, die man über den Nacken gezogen kriegt. Alter Schwede. Muffin und Odin waren am Schwächeln. Okay, sie sind 10 und 11, aber trotzdem, ne? So, dann der absolute Knaller kommt jetzt. Ich weiß nicht, wann Crispin mir das erste Mal das gesagt hatte, dass die Firma noch nicht überwiesen hatte. War das vor Weihnachten? Da war das ja noch so normal. Ja. Alex hatte sein Geld eher drauf und Crispin seins noch nicht. Naja, okay, sagte man dann, wenn da die Lohnbuchhaltung das ein bisschen später abgeschickt hat und so, und es ist ja noch nicht der reguläre Zahltermin, dann muss man eben halt ja warten. Okay. Dann fragt man ja nach den Feiertagen und hat die Firma überwiesen? Nee. Und nee. Und nächsten Tag auch nee. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, wenn der Mann nicht insolvent ist oder in Insolvenz geht. War das gestern? Vorgestern hattest du gefragt, ne? Ich habe immer gefragt. Ja. Er hat gesagt, dem Chef hat er dann ja auch gesagt, es kann diesmal ein bisschen später kommen. Ja. Und gestern war dann das. Es kann ein bisschen später kommen und gestern war dann das Gespräch. Da war der Insolvenzverwalter, Anwalt wohl da und die Belegschaft und der Chef und hat dann gesagt, ja, sie werden sehen, dass sie das Dezembergehalt noch kriegen, ne? Sie versuchen die Insolvenz abzuwenden, wenn sie jetzt noch einen neuen Investor finden. Wenn sie jetzt noch einen neuen Investor finden, abwenden und dies und das. Ich sag auch, ich sag, alter Schwede, ich sag, es ist gut, Crispin, der wohnt ja noch zu Hause. Aber die dann, dann müssen wir ja erstmal dann auch seine HVV-Karte und Handy. Ja, die zahlen. Laufenden Unkosten, das läuft ja weiter, seine Handyrechnung. Ja, hat er ja auch schon Rückbuchungskosten. Ja, da hatte er dann Rückbuchungskosten von seiner Fahrkarte, 80 Euro und dies und Handy und, ne, aber das lass jetzt mal umgerechnet bei einem sein, der dann mit seiner Eulen dann ein Haus abzubezahlen hat und für die Kinder Essen kaufen muss und so. Und der Knaller ja noch, am 18. und am 19. hat er Prüfung. Die sollen sich jetzt irgendwie bei der Handwerkskammer melden, ne? Lübeck oder wo? Hat er das nicht gesagt? Wofür? Wegen der Prüfung.
aufgefangen und so? Nee, das ist ja nicht angemeldet. Das ist schon wichtig. Nee, aber trotzdem hat man sowas ja alles im Hinterkopf. Ich sag ja, es ist, jetzt kommt aus den dollsten Ecken kommen irgendwelche Knüppel. Ja. Sen hat jetzt Termin zum Abstrich am, am Morgen. Ich hätte jetzt gedacht Donnerstag. Zum Abstrich morgen und Donnerstag die Magenspiegelung mit Probenentnahme. Und sollte da noch was sein, soll das ja vielleicht bestrahlt werden. Wo man immer sagen muss, vielleicht, weil irgendwie, weiß ich auch nicht. Es wird immer von Mal zu Mal entschieden. Ja, es wird immer von Mal zu Mal entschieden. Es wurde besprochen. Und wenn ist, haben sie schon mal gesagt, warum nicht? Warum nicht bestrahlt? Ich sag ja, so, wenn du ein paar Sachen so mit Humor nehmen kannst und so, ne? Aber früher, da hatte man das, da hast du dann einen Knüppel zwischen die Beine gekriegt. Aber dann konntest du wieder aufstehen und laufen. Wir haben ja dauerhaft irgendwelche Knüppel und Steine und was, da kommen wir gar nicht gegen an. So, ne? Ich glaube, es ist absehbar, dass man dagegen ankommt. Ja, es war immer so absehbar, dass man so. Aber jetzt im Moment. Das ist nicht mal mehr Galgen und schwarzer Humor. Das ist, weiß ich nicht, was das ist. Ich habe jetzt letzte Nacht geträumt, wie ich Jen kennengelernt habe. Das war so echt. So dieses super Verliebtsein-Gefühl und so. Und da hatte er von Maddie Fotos mal zugeschickt gekriegt. Da war ich aber noch davor, ne? Anfang der 90er. 93 sind wir erst zusammengekommen. Jedenfalls, so wie auf dem ein Foto, was dabei ist, so hatte er mich, wie ich ihn kennengelernt hatte, und mich dann verknallt hatte, angeguckt. Und jetzt habe ich ihn von immer angeguckt und musste immer schmunzeln. Ja, das ist ja dann erzählt. Und damit pushe ich mein Seelenleben auf gerade. Da sagt es dann auch, das ist so, als wenn das alles so dieses Verliebtsein-Gefühl so untergegangen ist irgendwie in diesem ganzen Tuvabu. Und da klammere ich mich jetzt ein bisschen dran. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn das so nur einseitig wäre und der dann denkt, Gott, nicht nochmal. Ich möchte manchmal so die Zeit so FedEx. Die bringen alle Pakete. Ja, die Wolle. Nun, man hätte manchmal so bestimmte Sequenzen so zurückspulen können und das nochmal so erleben. Und also in so ein Paralleluniversum so mal für eine Zeit wieder abschweifen. Ja, man das früher, wenn man ja auch umgezwungen war und hatte nicht so viel Pflicht. Seelische Einschläge. Naja, guck mal, wie du vorhin schon gesagt hast, wie wir uns kennengelernt hatten, das war 93, im Sommer, ja. Im Dezember ist gleich mein Stiefvater gestorben, ja. 3 Monate später meine Mutter, also das war auch nicht nur von Romanzen und Blumen und irgendwelchen Hummeln umsegnet. Ich hab sie aber nicht Nee, wir sind von alleine gestorben. Ja.
Und wenn ich jetzt überlege, wir sind jetzt dieses Jahr 27 Jahre verheiratet, ne? Und 29 Jahre zusammen. Und mir kommt es vor, als wenn es gestern wäre, Svenny. Ja. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Kaufland, wir kommen. Wir sind jetzt bestimmt mit den Rentnern die Ersten hier so, ne? Wer geht denn um 10.06 Uhr einkaufen in der Woche? Ja. Guck da, als Opa. Wir mittendrin. Statt nur dabei. Gut, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, aber was ich gut fand eben bei Kaufland war die Fleischabteilung da und so die Molkereiprodukte, was grottenschlecht ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für den großen Laden, Tierfutter. Keine Schmackos und so. Ja, wenn man jetzt so für Muffin und Lilly und so nichts hat, dann und nicht woanders hin will, dann musst du dich da zwischen Not und Elend dann entscheiden. Okay, ich habe jetzt Poesie genommen. Man soll ja auch seit regionalen Tief- und Einbrüchen. Welche haben wir denn? Penny und Netto, oder? Pure Stammkunde. Bei Fressnapf, ja, Futterhaus. Ja, wo wir auch unsere Karte von haben. Wo wir jede Woche, oder jede zweite Woche, Punkteangebote kriegen. Stimmt. Dafür kommen wir da hin. Man ist aber auch immer nur am Mühlen, ne? Ja. Bei so einer großen, also bei Futterhaus und Fressnapf und so, da bist du dann erschlagen. Da weißt du dann nicht, was du kaufen sollst. Und jetzt hier bei, also aber nee, Kaufland ist nicht, nee. Wir fahren dahin für die Kinder, die heißen wie? Chicken Box. Da ist alles so an Trümmern von Hühnchen drin. Flügel, Beine, ich glaube ein bisschen Brust auch so. Das ist alles so paniert. Ich sag ja immer, die Kinder, so, Chicken Wings oder diese Beinchen essen. Das Reste vom Huhn esse ich nur Brustfleisch. Und vielleicht ein bisschen so von der Keule abholen. Aber wenn mir da einer eine Tüte voll Dings hinstellen würde, Flügel, würde ich sagen, soll ich die jetzt schreddern oder Knochenmehl von machen? Das ist nicht so meins. Wiener Wald war ja früher ganz groß, ne? Wann ist das so rausgekommen? In den 70er? 70er so, ne? Nee. Weißt du, was der schlimmste Wienerwald war, wo ich mal war? Auf der Reeperbahn. Ich weiß gar nicht, von wem ich da war. Kittebille, Bini? Ich weiß es nicht. Pommes zertreten unter der Tische. Also da hätte da mit Kehrbesen da zusammengefegt, hätte ein ganzes Mahlzeit gehabt. Ein versüfft. Naja, ist gut, die Reeperbahn. Und dann am Wochenende alle Hacke voll, dann treffen sie ja in ihren Mund nicht. Und, aber die haben auch nicht sauber gemacht da. Nee? Wir hatten Horner Grill und Hähnchenbrock. Ja, okay, wir hatten auch unseren Haus und Hof im bis da in der Dünkheit. Aber so im Wienerwald, das war denn schon was. Wenn Mutti dann gesagt hat, so, wenn wir mal irgendwann mit Mutti mal einmal im Jahr nach Wandsbek gefahren sind für irgendwelche Festlichkeiten, Weihnachten oder so. Was ist hier denn los? Voll. Guck mal, wie kann man so parken? Wie kann man so parken? Hier, ich will nur mal zeigen. So, jetzt waren wir eben in unserem Futterhaus des Vertrauens, unseres Vertrauens. Und ich, die Eule, die da im Laden war, das war die auch, die auf dem Mittelstreifen so geparkt hat, bestimmt. Nee. Nee? Nee, ja, den Jeep da. Ich muss euch was zeigen. Guck mal, Sven, seine Haare im Nacken. Er hat Locken gekriegt nach der Chemo.
Und das ist so wie Alex, unser Sohn Alex. Und ich mache das so gerne drin rumwühlen. Abschneiden müssen wir die Haare machen. Oh, das ist, auch mit dem so, hoffentlich kommen die Locken wieder. Was für ein Gammel, der da auf dem Hänger oben hat. Der Grüne. Ja. Moin, am Donnerstag. Um und bei Viertel nach. Jo. Um 8 hatte Sven heute Termin zur Magenspiegelung, gestern zum Abstrich. Auch ein Witz, ne? Musste ins Krankenhaus zu diesem komischen Abstrich da. Da rufen sie morgens dann noch an. Er soll aber vorher noch einen Corona-Test in der Apotheke machen. Und dann haben sie den Test gemacht. Okay. Ja. War Fund. Sven sagt, sie haben ordentlich da was rausgeholt an Proben. Ist auch noch was zu sehen. Ich habe ja die Hoffnung gehabt, der schrumpft ein wie so eine Rosine. Ja, dann soll jetzt ja irgendwie bestrahlt werden. Abwarten, was der Doc Hollywood da sagt. Ja, ich habe mir ja, weiß ich nicht, hatte ich noch gar nicht erzählt, ne? Mit meiner Wade, dass das da drin so gerissen hat. Ist jetzt heute der dritte oder der vierte Tag? Alles, Voltaren, Pforte, eine Kompression und eben meine Söhne in der Stube. Wohnen wir im Schloss oder was? Wie viele Schritte brauchst du denn? 17 habe ich gezählt und immer noch so. Weil ich gehe ja so 1, 2, 3. Ich kann nicht so ausholen. So, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen, ne? Hier, Flisseline. Letztens auch wieder so ein grüner Scheißebeutel. Da hängt er noch am Baum. Anstatt ihn mit zum Aschermann hinten zu nehmen, ne? Dreckschweine. Das muss so gesagt werden. Ja. Auch ein Krebsi? Naja, Hämatologie. Nee. Achso, bei Endoskopie. Ja. Ja, platzen ja auch dann die Geschwüre auf. Das langt mal, alter Mann. Du bist immer gut mit den ganzen Kranken da. Ja. Und dann reden die auch immer alle von ihrer Krankheit, ne? Ich hab mir keine Halten. Der eine sowieso nicht, der lag bei mir mit im Auftragsraum, der vor mir der Anwalt, den sie vorgezogen hat. Chefarztbehandlung. Hat er einen Pilz? Ja. Champignon wahrscheinlich. Oder ein Trüffel. Privatpatient hat Trüffel im Hals. Kannst du ja sagen, dass er holde Locken hinten im Nacken. Krankenhaus, also die ganzen Kranken da. Oh, Mann. In der Hebamme die ganzen Leute mit ohne Haare. Mit ohne Haare. Kann ja nicht jeder so aussehen wie Louis Locke. Nee. Teddy Taste und Zacki Zupf.
Vielleicht gibt es erstmal für dich Heilnahrung, Sven. Kügel, trink mal, wir kochen was. Hier muss ich demnächst ja auch wieder her. Zum Wolle ausspülen. Ja, schon immer noch. Ja. Habe ich gerade eben zu Sven gesagt, so diese Taschentücher. Tempo, sanft und frei. Da ist so ein bisschen Menthol oder Eukalyptus drin. Ne? Ich sag, da fühlt man sich nicht krank, wenn man an sowas riecht. Ne? Auch so ein Eukalyptusbad, wenn man nicht erkältet ist. So als Notbad oder so. Wenn kein Duschgel oder irgendwas da ist. Oder ein Erkältungstee einfach so trinken. Kamillentee. Da wird man doch gleich krank. Das kann ich alles nicht eigentlich nehmen. Und ganz schlimm ist das, meine Augen, die tränen wieder seit Anfang Januar. Wie Allergie so. Und dann schön mit Eukalyptus an den Augen rumwischen. Dann mache ich wieder so. Hau den nicht, die frisst mir ihren Kopf. Ach, der schnackt da. Ja. Schnackbär, ne? Geh weiter. Mecker. Bring her. Gib ab. Komm her. Heimat kämpfen.